Das da, das ist Noah Kevin. Noah Kevin ist 11 Jahre alt und geht in die 5. Klasse. Aber heute ist statt seiner Lehrerin, Frau Hagenjuck, jemand anderes da, nämlich Feldwebel Oberst Heinicke Jobst. Der erklärt Noah Kevin und seiner ganzen Klasse, warum die Bundeswehr sie braucht. Die Bundeswehr, das ist die Armee von Deutschland. Armeen verteidigen das jeweilige Land und führen ab und zu Kriege. Wenn eure Mama und euer Papa abends Tagesschau gucken, dann wird gesagt, der und der hat den Krieg angefangen. Und wir müssen dagegen halten, ist ja logisch. Was in der Tagesschau nicht gesagt wird, ist, dass Kriege seit jeher ein effizienter Weg sind, um die Wirtschaft zu stärken. Und zwar für alle beteiligten Länder. Wenn also jemand im Fernsehen sagt, dieses Land ist im Recht und dieses Land ist im Unrecht, dann ist das zwar Gesprächsfutter für all die Mamas und Papas, aber letztendlich konstruierte Low-IQ-Bullshit-Propaganda für geistig minder bemittelte NPCs. Oft fragen sich Mamas und Papas, warum geht dieser Krieg so lange? Weshalb kann ihn niemand beenden? Die Antwort ist ganz einfach, weil ihn niemand beenden will. Einen Krieg frühzeitig zu beenden wäre so, als hätte man eine Limo, die jedem schmeckt und von der einige Leute sehr, sehr reich werden. Und man würde sie einfach so nach ein paar Tagen vom Markt nehmen. Ist natürlich Quatsch. Das Ziel beim Krieg, so wie auch bei einer Limo, bei einem Kinofilm oder bei jedem anderen Produkt, ist es, ihn so lange wie möglich laufen zu lassen und so viel Geld wie möglich damit zu verdienen. Dazu sprechen sich die kriegsführenden Länder und ihr Besitzer, die US-Investmentfirma BlackRock, vorher ab. Ist ein bisschen so wie bei einem Wrestling-Match. Die Kämpfer sind echt, die Manöver sind echt, das Publikum ist echt. Aber der Kampf an sich ist abgesprochen bis ins kleinste Detail. Nun ja, außer dass bei einem Krieg leider oft Millionen von Menschen sterben. Aber das ist für die Menschen, die daran verdienen, also die Rüstungslobby und viele hochrangige Politiker und Entscheider, ein notwendiges Übel. Noah Kevin weiß von alledem selbstverständlich nichts. Und auch wenn er es wüsste, sollte er davon lieber nichts öffentlich sagen. Denn gerade in Deutschland gilt, wer auf böse Machenschaften hinweist, der ist irgendwie böse. Grund hierfür ist eine jahrzehntelange Konditionierung der Bevölkerung durch psychoideologische Indoktrination. Denn würde die Wahrheit darüber ausgesprochen, würde das ganze schöne Geschäftsmodell in sich zusammenfallen. Deshalb diffamiert man die Leute, die darüber reden. Also sorgt dafür, dass sie ihre Arbeit verlieren, steckt sie in eine geschlossene Psychiatrie oder snipert sie. Speziell hierfür haben regierungsnahe Thinktanks, also Denkfabriken, eigene Kampfbegriffe entwickelt. Zum Beispiel Verschwörungstheoretiker oder Desinformation. Wobei man ja eigentlich bloß möchte, dass weniger Menschen sterben. Aber so läuft das eben. Wer das Geschäft stört, wird unschädlich gemacht. Bis zum nächsten Mal, Kinder. Damn, it feels good to be a Schwurbler. A real Schwurbler always came to get his facts right. A real Schwurbler always trying to look behind shit. Cause these motherfuckers trying to avoid a class fight. Snickers for Linkshander! Das ist ein Krieg, der sollte niemals stattfinden. Das ist ein Krieg, den die Russen wiederholt versuchten, zu Bedingungen beizulegen, die für die Ukraine und uns sehr vorteilhaft waren. Sie wollten vor allem, dass wir die NATO aus der Ukraine heraushalten. Die großen Militärkonzerne wollen ständig neue Länder in die NATO aufnehmen. Warum? Weil dann das Land seine militärischen Einkäufe an NATO-Waffenspezifikationen anpassen muss. Das bedeutet, dass bestimmte Unternehmen wie Northrop, Raytheon, General Dynamics, Boeing und Lockheed einen gesicherten Markt bekommen. Im März 2022 sagten wir $113 Milliarden zu. Um dir ein Beispiel zu geben, du könntest für fast jeden Obdachlosen in diesem Land ein Haus bauen. Seitdem sagten wir vor 2 Monaten weitere $24 Milliarden zu und jetzt bittet Präsident Biden um weitere $60 Milliarden. Aber die großen Ausgaben werden erst nach dem Krieg kommen, wenn wir all das wieder aufbauen müssen, was wir zerstörten. Mitch McConnell wurde gefragt, können wir wirklich $113 Milliarden für die Ukraine aufbringen? Er sagte, keine Angst.
Es geht nicht wirklich an die Ukraine. Es geht an die amerikanischen Rüstungshersteller. Er gab also einfach zu, dass es ein Geldwäschersystem ist. Und was glaubst du, wem jedes einzelne dieser Unternehmen gehört? BlackRock. Tim Scott sagte bei der Debatte der Republikaner, keine Sorge, das ist kein Geschenk an die Ukraine. Es ist ein Kredit. Also hebt eure Hand, wenn ihr glaubt, dass dieser Kredit jemals zurückgezahlt wird. Ja, natürlich wird er das nicht, aber warum nennt man es dann einen Kredit? Wenn sie es Kredit nennen, können sie Kreditbedingungen erzwingen. Und was sind die Kreditbedingungen, die wir erzwingen? Erstens ein extremes Sparprogramm. Wenn du in der Ukraine arm bist, für immer arm bleibst. Zweitens, das Wichtigste, die Ukraine muss ihr gesamtes staatliches Vermögen an multinationale Konzerne verkaufen. Einschließlich aller landwirtschaftlichen Flächen, dem größten Einzelvermögen in Europa und der Ukraine. Es wurde 1000 Jahre lang ein Krieg geführt um dieses Land, das reichste Ackerland der Welt. Es ist die Kornkammer Europas. 500.000 Kinder beinahe, ukrainische Kinder starben, um dieses Land als Teil der Ukraine zu erhalten. Sie wussten mit ziemlicher Sicherheit nichts von dieser Leihbedingung. Sie verkauften bereits 30% des Landes. Die Käufer waren DuPont, Cargill und Monsanto. Wer denkst du besitzt all diese Unternehmen? Ja, BlackRock. Und dann im Dezember erteilte Präsident Biden den Auftrag zum Wiederaufbau der Ukraine. Und wer denkst du bekam diesen Vertrag? BlackRock. Sie machen das also direkt vor uns. Es ist ihnen sogar egal, dass wir es wissen, denn sie wissen, dass sie damit durchkommen können. Und woher wissen sie das? Weil sie eine Strategie haben. Und diese Strategie ist eine alte Strategie, die uns im Krieg gegeneinander hält. Sie lassen uns gegenseitig hassen. Sie lassen sich Republikaner und Demokraten gegenseitig bekämpfen. Und Schwarz gegen Weiß und all diese Spaltungen, die sie sehen. Eine 10 Kilotonnen schwere Atombombe detonierte mitten in New York City, einer der größten Fußgängerzonen der Welt. Die Explosion erzeugt einen weißen Blitz, der heller ist als die Sonne und Menschen in einem Radius von 10 Kilometern bis hin nach New Jersey vorübergehend blendet. Eine Welle sengender Hitze und ein riesiger Feuerball, so heiß wie die Sonne, verwandelt alle Menschen im Umkreis von 30 Metern in Staub. Auf dem Boden sind nur noch Umrisse zu sehen, nukleare Fotos von dem, was vor Sekunden noch Menschen waren. Schrecklich. Und dieses Schreckensszenario ist erst der Anfang. Heute erstellen wir eine realistische Simulation eines modernen Atomkriegs. Welche Nation würde zuerst zuschlagen? Wie viele Milliarden von Menschen würden sterben? Und was für eine Gesellschaft würde danach entstehen? Und welche Nationen wären in der Lage, die Welt in Schutt und Asche zu legen? Nun, das ist alles hypothetisch. Aber die Vereinigten Staaten und Russland sind die beiden Länder mit den größten Atomwaffenarsenalen. Beide verfügen über Tausende von Nuklearsprengköpfen, genug, um eine weitreichende Zerstörung unvorstellbaren Ausmaßes zu verursachen. Und sie haben bereits Drohungen, Sanktionen und Ultimaten ausgetauscht. Die Atmosphäre ist mehr als nur angespannt. Eine Woche vor dem bevorstehenden atomaren Schlagabtausch bricht Panik aus, da die führenden Politiker der Welt nicht in der Lage zu sein scheinen, die Katastrophe abzuwenden. Doch dann wird die schlimmste Befürchtung der Welt wahr, als es zum ersten Einsatz einer taktischen Atomwaffe kommt, die auf ein russisches Militärziel gerichtet ist. In der Nähe der Einschlagzone gibt es sofort Verluste an Menschenleben und Eigentum. Panik breitet sich aus. Begebe dich sofort in einen Atombunker. Wenn du keinen Schutzraum findest, begebe dich in den am besten geschützten und isolierten Bereich deiner Wohnung, denn das ist erst der Anfang. Russland, China und Weißrussland bereiten einen Gegenangriff vor. Die Verbündeten der USA und der NATO sind genauso bereit, ihre roten Knöpfe zu drücken. Der schicksalhafte Tag bricht an und das Undenkbare geschieht. Nukleare Sprengköpfe regnen auf Großstädte,
militärische Einrichtungen und wichtige Infrastrukturen herab. Die ersten Angriffe fordern in nur wenigen Stunden Millionen von Menschenleben. Die Detonationen lösen eine Reihe von katastrophalen Ereignissen aus, darunter eine gewaltige Schockwelle. Wir wollen untersuchen, wie sich eine Schockwelle auf Menschen auswirkt, die unterschiedlich weit vom Epizentrum entfernt sind. Nun, wir haben bereits gesehen, was passiert, wenn man sich innerhalb eines Kilometers von der Bombenexplosion befindet. Durch die extreme Hitze verdampft alles innerhalb des Explosionsradius vollständig. Du kannst dir das so vorstellen, als würde man bei einer Temperatur von 300.000 Grad Celsius oder mehr an Ort und Stelle eingeäschert werden. In 5 Kilometern Entfernung ist die Schockwelle immer noch verheerend. Gebäude werden eingeebnet und Brände wüten unkontrolliert. Die Wucht der Explosion kann zu schweren Verletzungen und Todesopfern führen. Die starke Hitze verbrennt die Erde und verursacht bei Menschen Verbrennungen dritten Grades. Das Überleben ist ein harter Kampf, während die Welt um einen herum zusammenbricht. 10 Kilometer von Ground Zero entfernt ist die Schockwelle immer noch stark. Gebäude sind beschädigt und die Explosion hat eine zerstörerische Kraft. In dieser Entfernung nimmt die unmittelbare Gefahr zwar ab, aber die Auswirkungen sind immer noch tödlich. Die Hitze kann immer noch Verbrennungen ersten und zweiten Grades verursachen. In 20 Kilometern Entfernung hat die Schockwelle den größten Teil ihrer ursprünglichen Kraft verloren, aber sie ist immer noch gefährlich. Gebäude werden strukturell beschädigt und die Gefahr von Verletzungen besteht weiterhin. Die Hitze ist zwar nicht mehr so stark, kann aber immer noch Brände entfachen. Ein Überleben ist hier eher möglich, aber die Herausforderungen sind noch lange nicht vorbei. Okay, zurück zu unserer Zeitlinie. Nur einen Tag nach dem nuklearen Schlagabtausch sind mehrere Millionen Menschen tot und viele weitere verletzt. Ganze Städte sind verschwunden. Es gibt nichts zu tun, außer in einem Atombunker zu warten. Verwende einen Geigerzähler, falls du einen hast, um die Strahlungswerte zu überwachen, und bleibe auf dem Laufenden, was die Notfallsendungen angeht. Das Ausmaß der Zerstörung wird natürlich von der Größe der Bomben abhängen. Wenn du weitere Einzelheiten erfahren möchtest, sieh dir unser Video über das wahre Ausmaß von Atomwaffen an und abonniere unseren Kanal für weitere Überlebensinhalte. In der ersten Woche nach dem Austausch steht die Welt unter Schock und ist fassungslos. Weite Teile der Erde sind in nuklearen Fallout, Strahlung und unerbittliche Brände gehüllt. Diese katastrophalen Auswirkungen haben sekundäre Probleme wie einen Mangel an Nahrung, sauberem Wasser und Unterkünften ausgelöst. Ein stiller Killer tritt in Erscheinung. Krankheiten, die durch unhygienische Verhältnisse begünstigt werden. Die Zahl der Todesopfer steigt. Ruß und Asche aus den Nuklearexplosionen und den anschließenden Bränden führen zu einer Wolke, die das Sonnenlicht daran hindert, die Erdoberfläche zu erreichen. Dies führt zu einem erheblichen Temperaturabfall. Die Welt wird nun von einem nuklearen Winter heimgesucht. Die unmittelbaren Folgen davon sind akut zu spüren. Lebensmittel und sauberes Wasser werden noch knapper. Gemeinschaften drängen sich zusammen und versuchen verzweifelt, sich zu wärmen und zu ernähren. Du müsstest deine Lebensmittelvorräte rationieren und die Strahlung weiter überwachen. Im Laufe des ersten Monats bleibt die Welt eine trostlose, verstrahlte Landschaft. Plünderer wagen sich in die Ruinen der einst blühenden Städte, um Vorräte und Ressourcen zu erbeuten. Die katastrophale Situation führt zu weiteren Kämpfen um den Zugang zu Wasser, Nahrung und Unterkünften. Die Zahl der Todesopfer steigt unaufhaltsam an und übersteigt die Marke von 1 Milliarde verlorener Seelen. Die Welt befindet sich in einem gnadenlosen Tiefkühlzustand. Die Überlebenden müssen einen unerbittlichen Kampf gegen die extreme Kälte und die schwindenden Vorräte führen. Da Recht und Ordnung zusammenbrechen, müssen sich die Menschen zusammenschließen, um einander zu helfen und ihre Vorräte zu schützen. Nach dem ersten Jahr beginnen sich notdürftige Regierungen zu bilden, die versuchen, den Anschein von Stabilität zu erwecken. Die Zahl der Todesopfer zu diesem Zeitpunkt? Mehr als 3 Milliarden. Die Gesellschaft versucht, sich mit der Realität einer Welt ohne moderne Annehmlichkeiten, Konnektivität oder das beruhigende Summen der Technologie zu arrangieren. Es werden erneuerbare Energiequellen erforscht, um etwas magere Wärme und begrenzte Elektrizität zu erzeugen. Kleine Gemeinschaften tauschen weiterhin Ressourcen und Wissen aus.
Die Gesundheitsversorgung beginnt zaghaft wieder aufzutauchen und eine Grundausbildung wird für eine neue Generation unerlässlich. Versuche, ein aktives Mitglied deiner Gemeinde zu sein, indem du die Jugend unterrichtest, Pflanzen in vertikalen Gärten anbaust und dich an Wiederaufbauprojekten beteiligst. Nach 5 Jahren hat sich die Welt dauerhaft verändert. Die überlebenden Gemeinden werden immer größer und zahlreicher. Handelsnetze umspannen größere Gebiete und verbinden isolierte Gruppen wieder miteinander. Die wissenschaftliche Zusammenarbeit zur Lösung der Herausforderungen einer postapokalyptischen Welt lässt die Hoffnung der Menschen wieder aufleben. Kontrollierter Indoor-Anbau hat die herkömmliche Landwirtschaft abgelöst und bringt bescheidene Erträge hervor. Dennoch schreitet die Zahl der Todesopfer unaufhaltsam voran und übersteigt inzwischen 4 Milliarden. Und neue lokale Kriegsherren sind im Aufschwung. Viele Arten, darunter auch der Mensch, sind immer noch vom Aussterben bedroht. Obwohl die Widerstandsfähigkeit der Menschheit bemerkenswert ist, ist der Weg zur Erholung lang und mühsam. Hoffen wir, dass dieses Szenario im Reich der Fiktion bleibt und dass die Welt, wenn die Zeit gekommen ist, den Frieden der Zerstörung vorzieht. Was meinst du, wie es dir bei einer nuklearen Apokalypse ergehen würde? Würdest du 2 Monate lang überleben? Nun, wir haben es getan und wir haben das Video, das es beweist. Genau hier bei Überleben. Экипаж одевает защитные очки. Приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 40 шагах. Последующее свечение, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до... Пылевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров. Увеличиваясь в размерах, облако медленно поднималось вверх. В своем конечном развитии оно достигло высоты 60-65 километров. Also die Kontrolle ist bei uns im Fokus. Und was heute deutlich geworden ist, es nützt wenig, wenn wir die am besten kontrollierten Dienste haben. Wir haben auch noch keine russische Drohne abgefangen, weil das Hightech-Drohnen sind. Wir sind da schlichtweg zu langsam. Und wir brauchen auch bundesweit Faktenchecker und auch, ich sag mal, mehr Vertrauen und Mut. Vertrauen einerseits in unsere Bildung und auch in die Medien. Also hier müssen wir sehr deutlich machen, dass bewusste Falschinformationen in die Bevölkerung getragen werden. Und ein weiterer Verbreitungssensor ist auch TikTok. Also wir verwenden sehr viel Geld in die Kontrolle der Nachrichtendienste. Deutschland ist stolz darauf, die am besten kontrollierten Dienste zu haben. Würden wir die Kontrolle weniger bürokratisch halten, wäre auch Geld frei. Die Lage ist so und ich bin als Parlamentarier sehr dankbar, dass die Nachrichtendienste etwas aus dem Schatten getreten sind. Die gute Nachricht. Leute wie Roderich Kiesewetter sind ein großer Zugewinn für die Öffentlichkeit, weil sie frei heraus das aussprechen, was ein klügerer, im machiavellischen Sinne klügerer, Vertreter der Machtklasse verschleiert und verdunkelt hätte. Die schlechte Nachricht, Roderich Kiesewetter wird womöglich in einem Jahr deutscher Kriegsminister und wird in diesem Amt seine offene Ostfrontgestalt ausleben dürfen. Aber erstmal hat Kiesewetter einen Anlass für Freude. Er freut sich über den Bericht der deutschen Geheimdienste, der keinen Grund für Freude bietet, wenn man ihn für voll hält. Also ich bin sehr froh, dass die Dienste jetzt sehr klar gesagt haben, wie es um Deutschland steht. Uns war es wichtig, im parlamentarischen Kontrollgremium dies öffentlich zu machen, weil wir aus den eingestuften Sitzungen nicht berichten dürfen. Deswegen ist es schon ein großer Fortschritt, dass das, was uns seit einigen Jahren bewegt, jetzt in dieser klaren Form öffentlich angesprochen wurde. Das bedeutet die Fähigkeit, Spionageabwehr leisten zu können. Das bedeutet aber auch, IP-Adressen länger speichern zu dürfen. Das bedeutet auch, dass unsere Nachrichtendienste mit der
der Bundeswehr besser kooperieren. Und es bedeutet auch, dass wir Cyberaktionen auch aktiv auf Bundesebene starten dürfen, wenn wir angegriffen sind, oder beispielsweise Finanzströme überwachen. Donnerwetter. Roderich Kiesewetter ist eine offene Schatzgrube. Dazu muss er nicht einmal so tief ins Glas gucken, dass er sich am nächsten Tag nicht mehr an seine Worte erinnern kann, wie schon mal passiert. Die alte Bundeswehrschule. Und das andere ist, dass wir mutige Bürgerinnen und Bürger brauchen, die an ihren Stammtischen, in ihren Vereinen auch sagen, Leute, ihr seid da falsch gewickelt. Das stimmt nicht. Fakten auf den Tisch. Und wir brauchen auch bundesweit Faktenchecker und auch, sag mal, mehr Vertrauen und Mut. Vertrauen einerseits in unsere Bildung und auch in die Medien. Auch scheinbar alkoholfrei sprudelt es aus ihm heraus. Man muss nicht mühsam zwischen den Zeilen lesen. Er plaudert völlig ungeniert aus, was auf dem Wunschzettel der Geheimdienste steht. Mehr Macht, mehr Geld, mehr Überwachung, einschließlich Hintertürkontrolle über die sozialen Medien und weniger Kontrolle über sich selbst. Nur zum Wohle der Bevölkerung, natürlich. Aber diesmal haben diejenigen, für deren Interessen der CDU-Abgeordnete Kiesewetter so hemmungslos wirbt, was Besonderes vor. Sie wollen an die Kinder heran. Wie klärt man denn die Teile der Bevölkerung besser auf, die Ihnen, ja verkürzt gesagt, gar nicht glauben oder gar nicht zuhören will? Es ist ganz schwer. Ich glaube, dass hier den Schulen viel Aufmerksamkeit entgegenkommt. Ich hatte gestern eine Schulklasse, die mir aus TikTok berichtet haben. Also das ist ein Punkt, wo auch in den Schulen sehr klar einmal in der Woche quasi so eine Stunde sein sollte. Was habt ihr im Internet gesehen und gehört? Das kann man ja in Geschichte, in Sozialkunde oder in der Verfügungsstunde machen. Geheimdienstkunde, / Russenkunde mit Spezialfach Gräuelpropaganda. Am besten ab der 5. Klasse. Zwischen Klima- und Nachhaltigkeitsstunde und früher Sexualorientierung mit Volker Beck. So kann man sich den deutschen Schulunterricht vorstellen, wenn die schwarz-grüne Koalition in einem Jahr an die Macht kommen sollte. Gut so. Wer braucht schon Mathe und Physik? Das ist doch nur für Industrieländer von Belang. Dass die Geheimdienste mit mehr Rechten ausgestattet werden müssen, das haben Sie ja schon angesprochen. Muss es da auch mehr Geld geben oder wie stärkt man das? Also wir verwenden sehr viel Geld in die Kontrolle der Nachrichtendienste. Deutschland ist stolz darauf, die am besten kontrollierten Dienste zu haben. Würden wir die Kontrolle weniger bürokratisch halten, wäre auch Geld frei für mehr Analyse, für mehr Beratung und vor allen Dingen aber auch für mehr Auswertung und vielleicht auch operatives Vorgehen, wie ich es vorhin angesprochen habe. Es liegt jetzt nicht unbedingt an mehr Geld, es liegt an mehr Befugnissen und besserer Vernetzung, die wir brauchen. Mehr Befugnisse und mehr Vernetzung, sprich Unterwanderung, die Achtung wir brauchen. Halten wir mal fest, ein Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium des Deutschen Bundestages, dem die Überwachung der Geheimdienste im Auftrag der Öffentlichkeit obliegt, sagt, wir über dieselben Dienste, denen er auf die Finger schauen soll. Davon ganz zu schweigen, dass er völlig enthemmt Lobbyarbeit für deren Partikularinteressen macht und dazu von Staats- und Konzernkanälen herumgereicht wird. Aber ich will auch herausheben, dass der Präsident des BND allein 130 Vollzeitstellen aufwendet, weil wir die am besten kontrollierten Nachrichtendienste der Welt haben. Also die Kontrolle ist bei uns im Fokus. Und was heute deutlich geworden ist, es nützt wenig, wenn wir die am besten kontrollierten Dienste haben. Wir wollen den Level auch nicht ändern. Wir müssen auch die effizientesten Dienste haben, weil die Bedrohung in Deutschland immer mehr zunimmt. Jüdisches Leben ist in Gefahr. Und auch, wir wissen das von den Frachtcontainern, dass es Brandanschläge gab, die womöglich auch zu Flugzeugabstürzen geführt hätten. Es gab gezielte Tötungen von ukrainischen Soldaten in Rekonvaleszenz in Deutschland. Und das ist sehr niedrigschwellig. Russische Schiffe fallen aus über kritischer Infrastruktur in der Ostsee. Also hier ist einiges im Argen. Kiesewetter ist ein Glücksfall für Journalisten, die Fragen stellen, was er bei den öffentlich-rechtlichen Sekundärmedien nicht zu befürchten hat. Hier ist man unter sich. Sie deuten es schon an, die Geheimdienste beklagen einen naiven Umgang mit den Gefahren. Wer ist denn naiv, die Bevölkerung oder die Politik? Diese unterlassen artig jede Nachfrage, selbst wenn ihm das absolut Unsagbare ausrutscht. In der Ukraine geht es nicht um die hohe Moral, nicht um die unveräußerlichen Werte, sondern um schnöde Rohstoffe und Assets. Wenn Europa die Energiewende vollziehen will, braucht sie eigene Lithiumvorkommen. Die größten Lithiumvorkommen
in Europa liegen im Donetsk-Luhansk-Gebiet. Deswegen will Russland diese auch, um uns abhängig zu machen von der Energiewende mit Blick auf Elektromotoren. Also wir haben hier auch ganz andere Ziele noch im Hintergrund. Ohne Luftüberlegenheit, ohne ausreichende starke Kampfunterstützung an der Front, dass die Ukraine das schon irgendwie richten wird. Dabei führt sie einen Stellvertreterkrieg, denn wenn sie zerfällt, weitet Russland wie versprochen und zugesagt den Krieg gegen das Baltikum und Moldau aus. Lithiumvorkommen und ein Stellvertreterkrieg. Offener geht es nicht. Dilemma brauchen nur hinzuhören. Aber Kiesewetter wäre nicht Kiesewetter, wenn er seine Passagen nicht mit Pinocchio-Kreationen ausschmücken würde, wie Russland habe den Balten und Moldawiern zugesagt, sie zu überfallen. Sogar versprochen. Und auch hier folgt keine Nachfrage. Was ihm Näheres über die russische Angriffszusage bekannt ist, was nicht einmal die Bundesregierung mit ihrem Aufklärungsapparat weiß. Der Russe ist heute überall. Im Netz mit seinen Narrativen, im DHL-Frachtcontainer mit Bomben, im Hochwasserbehälter mit Giftstoff und in der Luft mit Drohnen. Überflüge mit Drohnen über militärische Liegenschaften. Diese Drohnen fliegen 100 Stundenkilometer schnell, unsere Polizeidrohnen nicht. Russische Drohnen überfliegen deutsche Energieeinrichtungen und unsere Polizeidrohnen sind nicht in der Lage, sie zu verfolgen. Wir haben auch noch keine russische Drohne abgefangen, weil das Hightech-Drohnen sind. Wir sind da schlichtweg zu langsam. Irgendwo zwischen ARD und Phoenix werden aus Bundeswehrkasernen Energieeinrichtungen. Die deutsche Polizei bekommt diese russischen Ninja-Drohnen nicht zu fassen. Woher weiß sie dann, dass es Russen sind? Und warum ist Polizei und nicht die Luftverteidigung der Bundeswehr dafür zuständig? Wie kommen russische Drohnen denn nach Deutschland? Über Polen, Baltikum, Ostsee? Oder werden sie hierzulande gestartet? Warum kann die Polizei die Drohnenpiloten auf dem Boden nicht peilen? Was sind das für Schattenkrieger mit übermenschlichen Fähigkeiten? Das sind nur einige dringende Fragen, die mir an dieser Stelle einfallen würden. Dafür arbeite ich aber nicht mehr bei den Öffentlich-Rechtlichen. Aber an der folgenden Stelle müsste jeder hellwach werden. Und was wir verhindern müssen, ist, dass ausländische Dienste durch Zurückhaltung von Informationen erst bei uns so etwas wie einen 11. September hervorrufen, damit wir unser Denken ändern. Abgeordneter des Deutschen Bundestages, Mitglied des Geheimdienstkontrollgremiums, sagt hier nicht einmal verklausuliert, dass 11. September nur mit Wissen der Geheimdienste passieren kann. Schöner Gruß an alle Schwurbler, die sich immer noch fragen, wie die 38 Stahlträger des Gebäudes 7 des World Trade Centers alle in der gleichen Sekunde einknicken konnten. Dazu fällt mir der Bundeskanzler AD Helmut Schmidt ein mit seiner Aussage: Ich traue inzwischen überhaupt keinem Geheimdienst mehr. Punkt. Und so erklärte er den Grund für sein Misstrauen. Sie, die Dienste, neigen tendenziell dazu zu glauben, sie verstünden die nationalen Interessen des eigenen Landes viel besser als die eigene Regierung. Die armen Schweine. Heute wäre es ein prorussisches Narrativ, das das Vertrauen in unsere Demokratieschützer untergraben soll. Vor 17 Jahren hat es ein deutscher Bundeskanzler gesagt. Es ist davon auszugehen, dass die russische Auslandsaufklärung in der Bundesrepublik aktiv ist, ebenso wie der BND in Russland. Die Russen wären ja verrückt, wenn sie nicht nachrichtendienstlich aufpassen würden bei einem Staat, dessen Außenministerin ihnen den Krieg erklärt, dessen Abgeordnete den Krieg in die Tiefe Russlands tragen wollen und dessen Generäle Wiederangriffe auf die russische Infrastruktur planen. Wie schon vor 83 Jahren. Dass die Staaten sich gegenseitig beäugeln und belauschen, ist nichts Neues. Dazu haben sie ihre Nachrichtendienste, aber auch diplomatische Vertretungen. Es war auch ein ungeschriebener realpolitischer Konsens, solange man sich an ungeschriebene Regeln gehalten hat. Dass in der US-Botschaft am Pariser Platz in Berlin ein ganzes NSA- und CIA-Team mit der Abhörung der deutschen Bundeskanzlerin, des Außenministers und der gesamten deutschen Mobilfunknetze in Vollzeit beschäftigt war, war schon etwas Ausgefallenes. Aber Abhören unter Freunden ist mit Verlaub wie Vergewaltigung in der Familie. Das Opfer neigt oft zum Schweigen. Die involvierten US-Fachkräfte, sie hatten eine hübsche
Schnüffellaubhütte auf dem Dach eingerichtet, wurden nach der Enthüllung durch Edward Snowden schleunigst evakuiert, als hätten sie sich vor dem deutschen Staatsanwalt fürchten müssen. Россия священная наша держава. Россия любимая наша страна. Могучая воля, великая слава. Твое достояние на все времена. Есть и так будет всегда.